Hi meine lieben Freunde, ich bin's, euer Chef Alemann oder auch der Pumpenchef genannt, Pumpkin-Chef. Ja, wir haben in den letzten Wochen Krautsalat gemacht, Kohlrouladen. Wir haben das Produkt Weißkohl mal ein bisschen unter die Lupe genommen. Und heute haben wir noch ein bisschen Kohl über. Und dann wollte ich euch noch eine Kohlsuppe zeigen. Einfach, schnell und lecker. Ja, ich habe hier unseren restlichen Kohl. Schneiden wir den einfach erstmal hier klein. Ungefähr so große Stücke. Kleine Würfelchen. Das reicht vollkommen. Und dann zeige ich euch gleich den Rest. Ich mache das jetzt erstmal hier weiter. Ja, unser Kohl ist klein. Dann haben wir hier noch Hackfleisch, ungefähr 400 Gramm. Und 3 Kartoffeln, die würfeln wir auch klein. Und dann geht's auch weiter. So, als erstes geben wir unser Hackfleisch rein. Schön immer ein bisschen lösen, ne? Ein bisschen durchrühren. Ja, wenn unser Hackfleisch eine schöne Farbe hat, dann kommt die Kartoffel dazu. Wir lassen das in etwa 1-2 Minuten mitschmoren. So, noch einmal durchrühren. Die Kartoffeln sind auch angegart worden jetzt. Bevor alles hier ansetzt, geben wir unseren Kohl dazu. Mal ein bisschen den Kohl unterschieben hier. Und jetzt geben wir 400 ml Frischbrühe dazu. Nochmal hier ein bisschen in den Boden lösen, dass die Fette vom Hackfleisch das Aroma nicht anbrennt unten. So, das war's. Und jetzt lassen wir das alles einfach kochen. Ungefähr eine halbe Stunde. Auf mittlerer Stufe. Ja. Haben 3 Stufen, wir stellen auf 2 runter und machen den Deckel drauf. Ja, das ist unsere Kohlsuppe. Einfach, lecker und schnell. Und super gesund.